Okay, nee, das geht wesentlich weiter. Guck mal, weil wir müssen ja nach Norden, da müssen wir, also wenn wir das gemacht haben, geht es nach oben, nach rechts, dann wird es einen Mittelpunkt noch geben, damit wir wieder nach links gehen können. Das wird hier etwas länger dauern, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nicht kurz mal gemacht. Wir haben noch viel vor uns. Ja, so fühlt es sich gerade auch an. Es fühlt sich an wie eine Open World, die wir gekriegt haben, obwohl wir sie nicht gesucht haben. Oh Mann. Und ehrlich gesagt, ich dachte wirklich, wir wären am Ende des Spiels. Das fühlt sich gerade wie unnötig lang an. Weil wir haben schon 30 Stunden gespielt. Oder länger. Lea! Willkommen, willkommen! Willkommen im Stream. Na, wie geht's? Ich hoffe, alles ist gut soweit. Und dass du momentan nicht noch bei der Arbeit bist. Weil normalerweise hattest du ja immer nebenbei nicht geguckt, also deswegen. Aber jetzt die Uhrzeit, ne? So, ich muss hier gar nicht so viel machen, die kloppen sich hier alleine. Uiuiui. Vorsichtig geht Oma mal wieder zum Stretchen über. Wow, der macht ja Schaden. Was ist denn da passiert? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding so widerstandsfähig ist, aber dieser Ploing, der ist im Prinzip ein kleines Problem. Neue Technik, Hinterrücksangriff. Oma springt nach hinten und haut von hinten rein. Mit einem Fisch. Aua. Okay. Aber wir haben's. Wir haben den Gegner besiegt. Das war relativ einfach. Oma hängt ein bisschen in der Gegend rum. Wir kriegen Bonuserfahrung. Sie hier muss ein bisschen aufholen. Und wo stecken die Monster? Naja, wir müssen Oma mal kurz hochheilen. Damit es beim nächsten, bei der nächsten Kampfbegegnung keine Probleme gibt. Okay, so. Oh, da ist ja schon wieder so ein widerstandsfähiges Viech. Vorsicht! Und weg! Habe ich das richtig gesehen? Wobei, will ich sie wirklich. Ach doch, wir werden sie mal zurückbeleben. Komm. Es kann nicht schaden, wenn wir sie einfach mal wiederbeleben. Und dann angreifen. Ich hoffe, dass das reicht, wenn alle nochmal angegriffen haben, dass das Viech nicht zu viel Schaden jetzt macht, aber dass wir es in der Gruppe oder in der Runde mit der Gruppe eliminieren können. Also ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Auch wenn ich sagen muss, ich bin etwas überrascht, dass das Spiel immer noch weitergeht, weil wir haben eigentlich den dunklen Fürsten gerade besiegt gehabt und trotzdem ist das Spiel nicht zu Ende. Und das ist mehr als überraschend. Ja. Okay, nee, aber ansonsten sehr gut. Ich hoffe bei dir auch, dass du auch einen guten Tag hattest und dass es dir gut geht. So, wieder Bonuserfahrung. Immer noch sie. So, sie hat Hunger. Kommen wir zu einem Gasthaus. Nee, zu einer Truhe. Ich öffne die mal. Und Herrschersuppe, die mag Aiden ja nicht. Die haben wir ja ihm schon einmal gegeben. Da hat er ja endlich gesagt. Und. Also nett.
auszusehen ist oder anzusehen ist dieser Lotussee hier schon. Okay, ich wollte schon sagen, wo bleibt denn das Gasthaus? Da ist es ja. Endlich haben wir auch ein Gasthaus. Sehr schön. Gut. Man kümmert sich hier in diesem Zimmer umeinander. Man ist Bekannte geworden oder Bekannter. Und das Programm sagt, ich soll aufhören. Na, noch nicht. Ich sagte ja, vielleicht schaffen wir noch den Quest für Gott. Ich schaue mal, ob wir das hinkriegen. Hier oben erstmal die beiden in ihrem Zimmer. Fantastische Erinnerungen werden ausgetauscht. Ah. Und damit wächst die Nähe. Hui, wahre Freunde. Es geht doch nicht besser. So. Also. Ah, du bist in der Spätschicht. Das ist nicht so schön, aber ich hoffe, sie wird nicht zu lange dauern und ist hoffentlich erträglich. Und du warst vorhin im ersten Stream im Log, aber bis ich wieder da war, warst du schon auf... Ja, na gut. Ich hatte ja bis 18 Uhr gemacht, dann ja, hatte ich eine Pause eingelegt und dann dachte ich, ich spiele Miitopia durch und muss erschreckenderweise feststellen, dass dieses Ding irgendwie kein Ende nehmen will als Spiel. Ja. Obwohl wir den dunklen Fürsten besiegt haben, kommt noch ein dunklerer Fürst und wahrscheinlich kommt dann der dunkelste Fürst noch dahinter und wir können es noch mehr steigern und ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon ein bisschen Schlag ins Gesicht, da bereitest du dich vor, sie sagen dir, jetzt kommt das Finale und dann kommt das Finale gar nicht. Das ist keine gute Drehbuchwendung, das ist einfach, also ich hätte fast erwartet, das kommt Fortsetzung in Miitopia 2, aber okay. War nur meine Vorstellung irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nee, aber ich freue mich, dass du vorhin auch im Log warst. Sehr schön. Okay, also theoretisch haben wir noch vier Wege, weil wenn ich den anderen noch abbiege, dann muss ich ja nach unten noch abbiegen. So. Gut, die hier gehen, weil die sind, glaube ich, nicht so widerstandsfähig. Aber wir werden sehen. So, wir motivieren die Oma, damit sie mal einen Flächenangriff raushaut. Los, mach mal. Einer ist schon weg, das ist gut. Ich glaube, da müssten wir danach auch direkt wieder ins Gasthaus kommen. Also kurzum, wir müssen hier gar nicht so viel tun. Okay, so, puh, Mensch, gut. Haben wir geschafft. Na, schon vorbei. Mehr oder weniger. Ploing-Wurzeln. Die waren ja gut, weil die alle steigerten. Das ist sehr gut. Wir kommen nicht in ein Gasthaus. Nicht so gut. Aber hier kommen wir dann, wenn wir den Weg gegangen sind, einmal in ein Gasthaus. Und dann kann ich oben den Quest für Gott machen. Denke ich. Okay. Wir gehen mal nach unten. Ich entscheide das gerade mal selbst. Ich habe ja immer sonst gefragt, aber momentan sage ich mal, ich entscheide mal selbst. Ne? Also HP-Banane. Geht ins Gasthaus und jetzt kommt noch ein Kampf. Aua! Uff! Hey, ist alles in Ordnung? Lisa hat Mia geholfen. Dankeschön. Mia ist dankbar. Die Nähe zwischen beiden wächst. Und es gibt sogar ein Level-Up. Beide vertragen sich jetzt noch mehr, sind flüchtige Bekannte. Dachte, die würden sich besser kennen. Aber gut, sie können jetzt gegenseitig angeben. Na, wenigstens etwas. Lisa wird noch richtig sozial, ne? Wieder nach unten. Ich bin vorhin nach unten gegangen, jetzt nochmal. Und es kommen Monster, die sich uns in den Weg stellen.
Ei, zwei dieser komischen Dings da hinten. Okay, wir müssen doch mal heilen. Ich würde mal vorschlagen, da ich nicht weiß, ob hier noch andere Gegner auftauchen, ich werde mal Oma und Lisa ein bisschen motivieren. Genau. Die können jetzt mal raufhauen. Sie hauen leider auf die Falschen. Ich hatte gehofft, dass sie auf die Blauen und nicht auf die Grünen raufhauen, aber gut. Dann machen wir Hotte Ü. Dann ist das Problem auch weg. Dann haben wir zwar den Streuer im Prinzip verbraucht und unnützerweise eingesetzt, aber woher konnte ich denn wissen, dass das Pferd mitmacht, ne? So, Weg befreit. Wir kommen weiter. Und so soll es ja auch sein. So, geschafft. Wir sind bereit. Wir gehen weiter. Bonuserfahrung, die nehme ich gerne. Und zwar für sie. Sie schließt damit auf. Level up für Mia. Und alle heilen gelernt. Umhülle dein Team mit Licht, um HP wiederherzustellen. Das hätte sie im Kampf gegen Dankwart schon gebraucht, aber das ging ja nicht, ne? Sie war ja im Level noch niedriger und wir hatten sie ja erst spät, relativ spät befreit. Also deswegen alles gut soweit. Wir sind angekommen im Gasthaus. Der Rest der Truppe ist uns unauffällig gefolgt. Und wir haben die Heilung gekriegt. Das Pferd will mal wieder mit der Blume reden. Also, ab in den Stall. Bist du müde, Pferd? Ich auch. Ah, lass uns gemeinsam schlafen. Aber mich bitte nicht anknabbern. Denn du bist ein braves und schön warmes Pferd. Ah. So, beide sind ausgeschlafen. Sehr gut. Beide sind motiviert. Beide könnten im Prinzip weitermachen. Ah, das mit dem Gold ist im Prinzip ein Problem. Wir kaufen ihr mal hier einen neuen Talar. Der Rätseltalar. Oh, der Riddler ist angekommen. Batman wird auch noch kommen. Bin mir fast sicher. Okay, großes Fragezeichen. Natürlich in Gelb oder in einem gelbstichigen Farbton. Sie war immer gelb angezogen, deswegen nehmen wir das. Okay, also Ploingwurzel, definitiv sie. Alle Werte einmal ein bisschen hoch. Natürlich sie. Für ein Level-Up hat's gereicht. Und dann die Oma. Gut. Das sieht doch im Prinzip ganz gut aus. Wir können nochmal weiter. Wir haben nämlich jetzt unter uns noch ein Ziel und dann geht's nach oben und dann haben wir den Quest, glaube ich, abgeschlossen. Hier. Was gibt's hier? Silberploings. Ein Rarploink, der ist ganz rar, der ist selten. Den hauen wir doch mal weg. Oma mit dem Reitangriff. Ein Schadenpunkt. Oh oh. Oh oh. Okay, wenigstens hat er nicht so viele Lebenspunkte. Ich wollte schon sagen, der wird doch garantiert ein Problem, aber wenigstens hat er nicht so viele Schadenspunkte und so großen Schaden macht er auch nicht. Also deswegen, alles gut. Mal gucken. 3. Oh, Gott sei Dank. Also hatte der gerade mal so 10 Heldspunkte oder so. Weniger als 10 muss er gehabt haben. Uiuiui. Level up für Aiden. Level up für Lisa. Okay, der war interessant. Gut, na dann, hier soll es einen raren Mob geben, also etwas Seltenes. Dann gehen wir mal dahin. Abmarsch. Etwas, was uns der Archäologe Gott aufgetragen hat.
Auf geht's. Ja, na dann. Nehmen wir diesen Ploing. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ploing ist. Ein rarest Ploing. Der ist nicht nur rar, der ist rarest. Oh, oh. Und er hat vor allem sehr viele Kollegen bei sich. So, Flächenangriff bitte. Oma ist die Beste. Und jetzt bitte Lisa auch nochmal. Ah, Lisa ist auch so super. Ah, die sind... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die sind wirklich die Besten. So, wir helfen allen... Alle helfen mir. 3 Schadenspunkte. Und das Pferd macht mit. Moment. Hottehü. Da wird der rarest Ploing nix entgegensetzen können, glaube ich. Wir werden mal mit allem raufhauen, was wir haben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel Damage der macht. Vorhin glücklicherweise ausgewichen, deswegen keine Ahnung. Ein Punkt nur. Was? Nur ein? Wir haben gerade... Ich dachte, er würde 2 oder 3 machen, aber nee. Okay. Wir schnappen uns mal den Streuer, heilen. So, und dann auch die MP mal auffüllen. Dann kriegen wir das auch hin. So. Na dann, komm. Na bitte, wenigstens 3. So, Mia. Du machst jetzt mit Pferd auch nur einen Angriff, ne? Ja, okay. Der hält verdammt viel aus. Also er muss eine sehr, sehr hohe Panzerung haben. Aber er hat ja auch irgendwie so kristalline Haut oder sowas, ne? Also deswegen, alles gut, wir haben ihn aber besiegt. So, sauber abgeräumt. Wow. Level up. Wir leveln ab. Piekser der Strafe gelernt. Stich einen Gegner und seine Nachbarn mit dunklen Pieksern. Endlich ein Flächenangriff. So, sie steigt auch um 2. Absorption gelernt. Greift ein Freund an, absorbiert er dabei einige HP. Okay. Und Level von Oma um 2 gesteigert. Mia auch. Oma hat nichts Neues gelernt, Mia auch nicht. 180 Gold. Wenig, aber sehr viele XP. Und du hast die Quest von Gott abgeschlossen. Okay. Jetzt sind wir im Gasthaus. Alles kein Problem. Wir sind im Gasthaus angekommen. Wir haben die Quest abgeschlossen. Die Nähe wächst hier bei ganz vielen. Wir haben einmal Fia und Sumi, die jetzt Bekannte geworden sind. Die loben sich gegeneinander und überschütten den anderen mit Komplimenten. Dann haben wir die klaren Freunde. Krankenbesuch Nummer 2. Das sieht cool aus. Entschuldigung. So, Krankenbesuch Nummer 2. Alles super. Und auch Lisa und Oma sind auch Freunde geworden. Und irgendwas passiert hier. Oma hat nämlich ein Geschenk gekauft. Für die Lisa. Ich habe hier was für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Lisa erhält ein Geschenk von Oma. Ah, gib schon her. Oh ja, danke. Das wird wohl ein Plüschhase. Aha, das ist gar nicht schlecht. Lisa freut sich. Oma war sich in dem Moment nicht sicher, aber trotzdem. Und das Unmögliche ist passiert. Micha mag Oma und hat das Ganze gesehen und... Immer nur Lisa, das ist nicht fair, denkt er sich, denn er ist eifersüchtig. Oh nein. Aber noch haben wir keine Streitigkeiten. Wie ist denn das hier mit... Ah, weil die auf Stufe 22 waren. Okay. Alles gut. Gut, dann lasst mal gucken. Dann sind wir pleite. Ich würde es erstmal lassen. Ich lass mal kurz die Gruppe zurückgehen. Mich interessiert's mal. Wir lassen sie mal kurz zurück. Genau dahin. Nach weit gereist. Was passiert denn, wenn ich dahin reise? Nicht wahr? Hi.
Hey du, ich habe dich hier noch nie gesehen. Doch, hast du schon mal. Okay, das ist das gleiche Gespräch wie am Anfang. Ich versuch's abzubrechen, aber ich kann... Doch, er kann ein bisschen schneller quatschen. Okay. So, aber nicht wirklich viel. Ich renne mal zu Dings. Hey. Oh, hi. Wie geht's denn so? Okay. Das war jetzt nicht wirklich umwerfend. Das ist eine andere. Singende Katze Shelly. Miau. Hier stehen jetzt andere Charaktere. Kampfsportmagier Naruto. Was soll das heißen, als man mir sagte, ich sei stockstur? Aber der Dialog ist der gleiche. Vollkommen unmöglich. Ich doch nicht. Niemals. Ich bin nicht stur. Absolut keine Spur. Okay. Und hier Ultra Pink, Zeutberg, schicke Dieben. Schicke Dieben. Diese Stadt ist faszinierend oder eine echte Metropole. Ich komme vom Land. Passe ich hier eigentlich hin oder mache ich mir nur da viel zu viele Sorgen? Ah. Okay, also die Stadt ist auch links und rechts, dass man wieder aus ihr rausgehen kann. So, der hier wäre normal, der wäre leicht. Okay. Gott ist verschwunden. Ich frag lieber nicht. Okay, es bleiben diese beiden als Questgeber übrig. Und dann werden wir wahrscheinlich noch mitkriegen, wo wir hin müssen. Ich mache das jetzt aber nicht mehr, weil ich habe den Eindruck, das Spiel geht noch wesentlich länger, als ich dachte. Wir müssten jetzt sozusagen noch sie machen und... den Jungen da, den müssten wir ja auch noch machen. Also kurzum, ich werde jetzt hier an der Stelle doch das Spiel für heute beenden. Und dann beim nächsten Mal weiterspielen. Aber ich habe ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen schockiert darüber, dass es überhaupt noch weitergeht. Ja, so oder so, hier der berühmte Cut für heute. Der nicht geht. Wartet mal. Kann ich hier einen Cut machen? Hier geht's. Okay, dann mache ich hier einen Cut.